Das heutige Video dreht sich um dieses kleine praktische Alltagshelferchen, um die Apple Watch. Ich bin jetzt kein klassischer Apple-Fanboy, also ich muss nicht immer das neueste iPhone und die neueste Apple Watch haben. Was mich am meisten fasziniert, ist das Ökosystem, also aus iPhone, Mac, AirPods, Apple TV, wie das alles einfach zusammenspielt bei Apple. Das fasziniert mich daran am meisten. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass die Apple-Geräte bei mir so starken Einzug gehalten haben. Und vielleicht kommt es auch daher, dass ich diese kleinen Kniffe, wie da die Devices zusammenarbeiten, einfach umso mehr schätzen kann, weil ich die immer wieder neu entdecke. Und gerade von diesen Zusammenspielen möchte ich heute euch ein paar zeigen in meinen Top 10 Apple Watch Funktionen. Starten wir in die Top 10 mit der Nummer 10, und zwar auf Nachrichten antworten. Und was so banal klingt, möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen, denn man muss sein Telefon einfach für Nachrichten nicht mehr aus der Hosentasche ziehen und für kurze Antworten auch nicht. Aber wir schauen uns das hier einfach mal an. Ich mache mal die Nachrichten-App auf der Uhr auf und da habe ich jetzt zum Beispiel von meiner Frau, kann ich später anrufen, und ich habe hier die Möglichkeit, schon eine vorgefertigte Antwort einfach auszuwählen, oder ich kann zum Beispiel auch einfach ein Emoji zurückschicken. Zack. Meine Frau hat mir natürlich direkt geantwortet, was ich ihr davon Quatsch schreiben würde. Und wenn es jetzt eine längere Erklärung braucht, dann kann ich es auch einfach aufnehmen und in Text umwandeln lassen. Es geht hier, wenn ich da drauf drücke. Ich mache doch ein Video zum Thema Top 10 Apple Watch Funktionen. Funktioniert wirklich überraschend gut und ich kann eine Konversation einfach auch nur über die Uhr führen. Bei Nummer 9 dreht sich alles um Audio und dazu habe ich mir hier schon meine AirPods mal geschnappt. Und wenn ich hier zweimal drauf tippe, dann spielen die AirPods den letzten Sound ab, der gelaufen ist. Bei mir hier jetzt ein Song von den Beastie Boys. Den kann ich jetzt hier anhalten und weiter abspielen. Läuft auf Spotify gerade. Und ich kann das, was hier läuft, einfach auch ohne hinzuschauen, an der Krone lauter und leiser machen. Und das finde ich super, super praktisch. Und es hat jetzt, ich nehme sie raus, ich stecke sie rein, die AirPods, ich drücke drauf, es geht los. Ich musste dazu das Handy nicht aus der Tasche nehmen und kann jetzt Spotify komplett von hier bedienen. Und was ich noch Tolles machen kann, ich kann Multiroom abspielen. Also mir jetzt im Wohnzimmer zum Beispiel oder im Büro den Song drauflegen und da abspielen. Ich höre ihn nebenan laufen. Nummer 8 ist relativ schnell erklärt. Meine Apple Watch hilft mir dabei, mein MacBook zu entsperren. Das heißt, wenn es im Ruhezustand ist und ich klappe das auf und ich bin mit meiner Apple Watch in der Nähe, dann gibt die Apple Watch dem MacBook Bescheid. Komm, sperr das doch auf. Das ist der Lee. Und ich habe das durch Zufall beim ersten Mal entdeckt, als es das gemacht hat, und war total fasziniert von der Funktion, dass ich eben kein Passwort eingeben musste oder einen Fingerprint, sondern dass meine Apple Watch einfach automatisch für mich erledigt. Die Nummer 7 in meinen Top 10 Apple Watch Funktionen funktioniert leider aktuell nicht. Aber da ich dieses Feature einfach total liebe und hoffe, dass es bald wieder funktioniert, dass es einfach nur von Microsoft ein Programmierproblem gerade ist für die Apple Watch. Vielleicht wird es auch mit der 5er, die ich hier habe, nie wieder funktionieren, aber ich hoffe doch. Und zwar ist dieser Punkt, ich kann eine PowerPoint steuern. Und zwar eine PowerPoint auf meinem Handy. Was habe ich jetzt davon? Ich kann mein Handy zum Beispiel auf ein Apple TV spiegeln und damit auf einem großen Monitor anzeigen. Und dann habe ich einfach meine Uhr anstatt einem Klicker und kann die nächste Folie über meine Uhr weiterklicken. Aber leider ist aktuell das Einzige, was passiert, wenn ich hier die PowerPoint-App starte, dass hier angezeigt wird, öffnen Sie eine Präsentation in PowerPoint für iPhone, um fortzufahren.
Wenn ich das mache, passiert trotzdem nichts. Neu installiert, alles Mögliche gemacht. Geht aktuell anscheinend nicht. Ich hoffe, das wird demnächst behoben. Denn ich meine, wie cool ist es? Man kommt irgendwo hin, wo ein Apple TV natürlich vorhanden ist. Ich öffne die Präse auf meinem Telefon und kann dann die Präsentation mit meiner Uhr steuern. Also Connecte, da geht's nicht. Schade, dass es gerade nicht funktioniert. Trotzdem meine Nummer 7. Den nächsten Punkt in meinem Top 10 Countdown Apple Watch Funktionen, den kennt ihr vom Handy, und zwar eine Taschenlampenfunktion. Ja, die gibt es auch in der Uhr, und zwar kann man hier von unten hoch swipen und ich habe die mir jetzt ganz oben hingelegt. Damit geht die Taschenlampe an und wenn ich mein Handgelenk drehe, dann fängt die an, richtig hell zu leuchten. Und damit kann ich zum Beispiel mein Schlüsselloch finden oder irgendwas, was auf den Boden gefallen ist. Und das Coole noch weiter finde ich, also man kann einfach mit der Handfläche drauf und die Taschenlampe geht wieder aus. Ist das nicht cool? Für Nummer 5 in meinem Countdown habe ich mir hier mein Handy auf ein Stativ gestellt, denn es geht um Fotos machen. Und zwar kann ich meine Apple Watch verwenden, um über mein Handy einen Auslöser zu betätigen. Also wir schauen uns das mal an, hier in der Foto-App auf dem Handy. Das Handy springt an, habt ihr gesehen, und ich habe jetzt hier auch ein Vorschaubild auf meiner Uhr. Das habe ich auch neulich erstmal durch Zufall entdeckt, wie cool das eigentlich ist, dass ich hier eine Vorschau auf der Uhr habe. Das heißt, ich sehe jetzt wirklich, wo befinde ich mich in meinem Bild. Muss ich vielleicht noch ein Stückchen die Kamera kippen? Das ist doch Wahnsinn. Und ich drücke jetzt hier einfach mal den Auslöser. Das Coole ist, dass ich jetzt das Bild hier schon angezeigt bekomme. Also ich kann jetzt schon kurz kontrollieren, klar nicht in super Auflösung, aber ich kann schon mal schauen, ob mir das prinzipiell gefallen würde und ansonsten einfach nochmal ein neues machen. Auf Platz Nummer 4 ist Apple TV Steuern gelandet. Ich habe da sonst diese Fernbedienung, die ich für Apple TV verwende, aber das, was die kann, kann ich einfach auch mit der Uhr machen. Und dazu starte ich jetzt mal die Remote-App. Und ihr habt jetzt als Splitscreen angezeigt mein Apple TV. Und ich kann hier durch links und rechts swipen, zum Beispiel hier Netflix auswählen. Ich habe hier einfach Zugriff auf mein komplettes Apple TV und vor allem spannend ist, wenn eben gerade ein Film läuft, dass ich den kurz auf Pause schalten kann und dann wieder weiterlaufen und dazu auch eben nicht die Fernbedienung suchen muss, das Handy suchen muss, sondern ich kann einfach auf der Uhr ganz kurz auf Pause drücken. Auf Platz 3 und damit Bronze hat für mich die Funktion der Watch Faces und ja klar, das ist Spielerei, aber ich mag das total, hier mir meine Watch Faces zu customizen, mir da einfach das draufzulegen, wonach es mir an dem Tag jetzt gerade ist. Und das kann auch mal einfach nur die Uhrzeit sein. Ich finde es sogar schade, dass man die Uhrzeit nicht komplett ausblenden kann. Mir gefällt es total, dass ich einfach jeden Tag ein anderes Design drauf haben kann. Und die Watchfaces sind auch sharebar, das heißt, ich kann meinen Freunden das Watchface, das ich gerade gemacht habe und das ich total mag, auch einfach per Messenger schicken. Nummer 2 in meinem Countdown und damit Silber gewinnt Voice in a Can. Und Voice in a Can ist eine App, die ich mir aufs Handy lade, um damit meinen Amazon Sprachassistenten bedienen zu können. Es ist ja standardmäßig auf der Uhr Siri installiert. Also ich kann Siri auch auf der Uhr einfach ansprechen. Zum Beispiel Siri, Taschenlampe an. Sie ist an. Und Siri macht die Taschenlampe an.
aber ich kann das leider nicht in den Sprachassistenten von Amazon umwandeln, was eigentlich die perfekte Lösung wäre. Aber ich muss mir da ein bisschen behelfen, um eben dieses Voice in a Can installieren, damit ich auch meinen Amazon Sprachassistenten habe. Und ich zeige euch das mal kurz. Da drücke ich hier auf die App Voice in a Can, die startet und ich kann jetzt einen Sprachbefehl abgeben. Wie spät ist es? Es ist 17.07 Uhr. Ich kann dir übrigens die Wettervorhersage zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen. Frag. Danke, die brauche ich jetzt gerade nicht, aber ihr seht, ich drücke auf den Knopf und kann dann mit meinem Sprachassistenten sprechen, was natürlich cool ist, weil ich eben nicht überall dann so einen Sprachassistenten stehen haben muss, um mit meinem Smart Home System zum Beispiel zu interagieren. Jetzt aber kleiner Trommelwirbel für Platz 1 und somit Gold, der geht nämlich an Bezahlen. Und seitdem diese Funktion auf der Apple Watch funktioniert, dass man kontaktlos bezahlen kann, nutze ich das auch. Und ich kann mich ehrlicherweise nicht erinnern, wann ich das letzte Mal meine Karte aus dem Geldbeutel gezogen habe, um bargeldlos zu bezahlen. Es ist nämlich wirklich mega einfach. Ich drücke zweimal auf der Seite auf den Knopf und schon gehen meine Bankkarten auf, jetzt in meinem Fall die private, die vom Geschäftskonto, die vom Gemeinschaftskonto, die Kreditkarte. Ich suche mir aus, mit welcher ich bezahlen will und halte die ans Lesegerät. Also einfacher geht's nicht. Ich habe auch wirklich meinen Geldbeutel in letzter Zeit einfach nicht mehr dabei, weil ich ihn schlicht und einfach nicht brauche. Klar, das Ganze geht auch mit dem Handy schon länger, aber mit der Uhr ist es einfach noch komfortabler, weil ich eben nicht das Handy aus der Tasche ziehen muss oder das Handy auch in manchen Fällen einfach eben gar nicht dabei habe, sondern nur die Uhr. Also Sieger der Herzen oder Sieger insgesamt ist für mich die Funktion Bezahlen mit der Apple Watch. Natürlich können das andere Smartwatches auch, keine Frage. Aber für mich ist es einfach ein Qualitätskriterium, das eine Smartwatch können muss. Und für mich, dass das mir sehr ans Herz gewachsen ist in letzter Zeit. Schreibt mir gerne, was eure Lieblingsfunktionen auf der Apple Watch sind. Ich bin auch mega gespannt, was die nächsten Modelle noch so mit sich bringen werden. Bis dahin abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und ihr wisst ja, das Einzige, was hilft, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, ist richtig feste Drücken. Ciao.